Ah, jetzt habe ich auch das Poster gesehen. Das ist dieser Kubaner. General oder so. Fidel Castro vielleicht? Ich kenne mich nicht so gut damit aus. Ach, das macht er. Er schaut auf seine Karten. Deshalb steht er jedes Mal auf. Da brauchst du vielleicht doch kein Kissen. Zum Sitzen. Sehr untypisches Aussehen, verglichen mit den anderen. Bruders. He sank deep in thought. Deep Thought war der Supercomputer aus Hitchhiker's Guide to the Galaxy. A real command post. I hope I'm not disturbing you. Nein, ich schaue erst mal, was er macht. Bevor ich das Wort ergreife. There's a map of the wasteland covered in lines, notes and scribbles. Ja, die Orte kenne ich. Offensichtlich, ich bin hier im zweiten. Und vom ersten komme ich. Continue. It's not nice to spy. Ich hätte vielleicht doch erst reden sollen. What can I do for you? Ist der das? Der andere? Weil ich habe gehört, der andere, mit dem ich reden soll, wäre von Atom. Der sich mir anschließen kann. Ich sollte nicht so viel vom Internet über das Spiel lesen. Aber dann werde ich ja komplett planlos und chancenlos. Ich bin so schon verskillt genug. So. Look at you, you're sharp. Theoretical knowledge. Ich weiß nicht, ob das meine Kontaktperson ist, also jemand von Atom. Und ich weiß nicht, ob ich es jedem auf die Nase binden sollte. Aber wenn ich nichts über all das wüsste, wie würde ich normalerweise reagieren? Mit der 4. Oder der 2. Aber ich habe nicht wirklich für verschiedene Gruppen gekämpft. Now you're talking. Yep, das habe ich mir nämlich schon gedacht, aber ich habe noch nie ein Geheimnis daraus gemacht, seit ich das Spiel spiele, dass ich von Atom bin. Got it? Wieso gibt es immer diese Option, dass man einen auf schweigsam machen kann? Not silently. Ah, blöde Fliege. Also nicht Fliege, sondern winziges fliegendes Vieh. Aber viel zu klein für eine Fliege. Fliegt hier um das, um den Bildschirm rum. So. Continue. Schluck Kaffee. Wer braucht Hilfe bei etwas? Has hired me to deal with a problem. Oh. Was gibt es für ein Problem da oben? Vielleicht den Bürgermeister loswerden? I'm not returning my calls. Na, offensichtlich will er nicht darüber reden, also überspringe ich diese Frage
und gehe gleich zum Thema über. A big gang of slavers who decided to use the village as their new headquarters. Davon weiß ich noch gar nichts. Anscheinend muss ich das, okay? Dann frage ich das. He asked me to spread the word about it. Then from the factory. Ist das die Factory mit den Schutzkältepressern? Ja, oder? Ich traue der Sache nicht. So, assume he doesn't want any harm to... I need someone to gather the men I need and maybe participate in the upcoming operation himself. It will be one hell of a clash. Also ein großes Gefecht. Sowas kenne ich von Fallout. Wo wir den einen dicken Barbesitzer gestellt hatten. Mit vielen Leuten. Who do you need? What will I get? Ich vergesse mal die Eins. Ludmilla the Sniper, Major Pronin, Konstantin irgendwas, a well-known saboteur. The three used to work together until they had falling out and went separate ways. Kennt man aus Filmen. Eine Gruppe, die dann wieder zusammengebracht werden muss, um gemeinsam... Daher kenne ich ihn, natürlich. Erinnert mich an... Wie hieß der... Der Colonel aus dem A-Team? Nicht Hannibal? Oder? Auf jeden Fall der Anführer des A-Teams. Daran erinnert er mich. Irgendwie. A shame, really. I've never seen a better squad of killers. I'm ready to bring about their reconciliation. Ich weiß nicht, was das heißt. Also wähle ich es aus. Da hat mich aber in Englisch ein bisschen Stich gelassen. Must be now at the filling gas station. Ach, das... Ja, ich kenne sie noch. Ich meine, ich erinnere mich nicht an den Namen, aber... An die Zicke von der Tankstelle? Schon. Die vergisst man nicht so leicht. Which belongs to... The Militia and saves the Border Guard Fortress. Paragon. Ah, okay, das bekomme ich auch hin. Das weiß ich, wo das ist. Und Smirnov klingt nach einem alkoholischen Getränk. War nicht weit von uns. No. Der Reine, der versenkt werden soll vielleicht? Im See? Könnte ich mir vorstellen. Und inzwischen hatte ich die Truppe, um da durchzumarschieren. Wahrscheinlich. Am Strand, am Ufer. Pay them a visit. There's still a chance to get the whole team back together. Gut, dann erfahre ich erstmal etwas über meinen Auftraggeber. Strategist. And let me make one thing clear from the get-go. I'm not interested in discussing personal business. No offense, but I have no time for... nor interest in small talk. Das ist aber kein small talk. Nein, ist es nicht. Okay, wer kontrolliert die Gegend dann wirklich? Overseas the shore. Paragon watches the north. Dennis. Dance Factory Gang. Die will ich eigentlich wirklich loswerden.
Für mich sind das die Bösen. Vielleicht habe ich es falsch verstanden, aber das ist meine Meinung. Diese Schutzgelderpresse. They captured even every... including... No, they extort protection money. Sag ich doch. We've never spoken about personal matters, but I know the central area. Deshalb würde ich die Quest nicht beenden wollen, die ich im Moment hier gestartet habe, weil ich damit Dan helfen würde. Und ich möchte ihn eigentlich lieber aus der Gleichung nehmen. Tried and failed. Yeah. Ein Opportunist. Peregon, das sind die Guten. But just after the war, those who now guard Peregon were nothing but river pirates. They used to rob merchants in the water until they decided... Ja, ich verstehe schon, da sind im Moment keine Heiligen mehr übrig im Ödland, aber Peregon verhält sich inzwischen besser als Dan und seine Truppe. Darum geht es, nicht um die Vergangenheit. Da haben beide etwas auf dem Kerbholz, keine Frage. Tell me about the Krasno Commerce. It was founded by prominent party members, Politiker und einflussreiche Leute, also die Creme de la Creme der Gesellschaft. Now that they currently serve the successors of the state and the great power of the wasters, Oligarchen und sowas in der Art. Under the belt, restoring the power plant and starting the TV channel ohne Werbung, soweit ich es mitbekommen habe. But neither it is enough to call them the greatest power. No one does. Oh, da unten ist also das No Man's Land. There's nothing out there but scattered gangs of low-life slavers, drug syndicates. Also da unten wird's wohl noch ungemütlicher. The real tension between them and the other local factions. Viel erfahren, das war interessant. Wie hieß er? Hieß er Hannibal? Rumors? Ja, wahrscheinlich nicht. A big squadron of Atom has Atom. Ja, da wollte ich hin, bis mir das Spiel gesagt hat, nein, darfst du nicht. Das könnte ich inzwischen aber wahrscheinlich schaffen.